Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zur vorerst letzten Folge von meinem Fahrerarbeitsplatz-Projekt, und zwar der Folge 16, genau. Ihr habt es ja in dem letzten Video schon gesehen, diesem Zusammenfassungsvideo, der Fahrerarbeitsplatz ist fertig. Ich freue mich unheimlich, dass ich den jetzt endlich vollends nutzen kann. Und ich habe auch von euch eigentlich durchweg positive Reaktionen, Lob und Anerkennung geerntet. Dafür auch nochmal vielen, vielen Dank. Das war jetzt weniger meine Absicht, als das Ding fertig zu bekommen und selbst auch nutzen zu können. Aber by the way, natürlich vielen, vielen Dank dafür. Es zeigt mir ja auch, dass ich eine Fangemeinde irgendwo aufgebaut habe, die das ja gut findet, die da dahinter steht. Genau. Ja, hier stehen wir jetzt vor meiner neuen Wand, neu gestalteten Wand, einer neuen Schilderwand. Hier mit Verkehrszeichen aus den 50er und 60er Jahren. Durchweg 50er und 60er. Das hier zum Beispiel, das ist ein Ensemble, diese beiden, die stammen beide auch aus der Zeit. Ebenso wie das hier oben, das 20 km/h Schild. An dem ist die Besonderheit, dass es eingestanzte Ziffern hat oder überhaupt eingestanzt ist und eine extra Glanz- oder Reflexionsbeschichtung mit so einem Reflexionssand, vielleicht erkennt man es ein bisschen, sehr, sehr gut erhalten. Ebenso wie dieses Emailschild, das ist voll emailliert, stammt aus den 50er Jahren, ist wirklich sehr, sehr alt, erkennt man an den Ecken, an den runden Ecken und an der eckigen Spitze. Dann haben wir hier natürlich das Omnibusschild, was auch emailliert ist und auch aus der Zeit stammt. Dann hier hinten meine Wagenheldanzeige, das Schild da passend dazu und hier das RVO-Schild sowie den Rollbahnkasten, der natürlich auch funktioniert, wo ich gerade das Ziel Sonderfahrt mal eingestellt habe. Und hier ein schönes 60 km/h Schild, auch aus der Zeit so der 60er Jahre. Genau. Und das zusammen einfach als neue Zierde hier. Ich finde, es passt wahnsinnig gut rein, macht die Wand einfach ein bisschen belebter und ja, hier ist jetzt mein Schreibtisch, mein Fahrerarbeitsplatz, so sieht es hier aus, also wirklich sehr, sehr schön. Gehen wir mal hin ans gute Stück, hier ist der Bildschirm, OMSI habe ich schon geöffnet, hier thront der Braunschweiger Löwe, genau, der ist auch ein bisschen versetzt zu dem Regal angebracht, damit sich das ein bisschen abhebt und dann, wenn man hier die Beleuchtung einschaltet, auch eine schöne Kontur vom Schatten her ergibt. Schön Schlagschatten. Dann haben wir hier die Tastatur auf dem Beistelltischchen. Das kann ich mir hier immer hinrutschen, wie ich es brauche. Mein Fahrersitz, der steht jetzt gerade hier hinten. Und hier unten den Elektronikbaustein. Zu dem möchte ich mal als erstes kommen, weil mich ja doch einige Leute gefragt haben, wie ich das denn gemacht habe. Und ich möchte nur ganz kurz eigentlich mal drauf eingehen, weil ansonsten würde es doch den Rahmen hier sprengen, jetzt alles detailliert zu erklären. Auf jeden Fall kann man grundsätzlich sagen, dass hier ein Strang aus USB-Kabeln und Blitzen reinführt. Der führt hier oben rein und wird dann hier ringsrum durch diese Kabelkanäle, die oben dann verschlossen oder verdeckelt sind, hier zu den jeweiligen Bausteinen geführt. Da haben wir nämlich einmal das Arduino Mega, das Arduino Uno. Arduino Mega steuert bei mir alle Kontrolllampen, und zwar nur die Kontrolllampen, die hier oben in den Digitalports eingesteckt sind und dann hier verbunden sind mit dem Relaisbrett und hier angeschlossen sind auf den einzelnen Ausgängen, damit eben dann immer mit der Glühlampe und dem Computerbefehl vom Arduino ein Relais mitgeschalten wird. Und diese Relais sind eingespeist über ein 24-Volt-Netzteil, das ist das hier, und dann ein 12-Volt-Netzteil, das braucht man auch noch. Dieses Ding hier ist ein zusätzliches 24-Volt-Netzteil, ist aber überhaupt nicht im Betrieb, weil ich gemerkt habe, ich brauche das gar nicht mehr. Das hier hat nämlich, soweit ich weiß, 50 Watt. Ich muss gerade nochmal hier drauf schauen. Ich glaube, es hat 50 Watt und das hat, glaube ich, ein bisschen weniger. Und deswegen wollte ich das einfach nur als Unterstützung da haben, habe ich aber jetzt letztendlich gar nicht gebraucht, weil ich gemerkt habe, die Leistung von dem hier reicht vollkommen aus. Genau. Dann hier das Arduino Uno, die sind natürlich auch beide über USB eingespeist,
Arduino Uno steuert bei mir nur die Servos, damit die Servos unabhängig von den Kontrolllampen laufen, weil ich gemerkt habe, gerade wenn sowas wie der Blinker an ist und blinkt, dann kann es sein, dass dann die Servos in der Blinkfrequenz ein bisschen mit ausschlagen. Und das will man natürlich nicht. Ich möchte die komplette, ja, komplett unabhängig davon schalten und deswegen liegen hier meine Servos drauf. Da habe ich so gemacht, weil ja nicht ganz so viele Ausgänge jetzt für die 5 Volt zum Beispiel vorhanden sind, dass ich hier einen 5 Volt Ausgang genutzt habe. Ich habe ja 4 Servos und den dann einfach hier mit 4 Drähten dann letztendlich versehen habe. Genau. Und hier haben wir noch das R-Case. Da habe ich teilweise, also eigentlich hatte ich ja die Breakout-Adapter mir gekauft. Ich muss euch aber dringend abraten, davon euch die auch zu kaufen. Die sind auf Deutsch gesagt der letzte Schrott. Man kann damit wirklich nichts anfangen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, also hier sind auch noch die Löcher davon. Da waren doch solche grauen Binden und dann dieses grüne Steckteil, diesen Steckverbindern. Und das Problem an der Sache ist, dass eben diese Steckverbinder extrem schlechte Verbindung und Kontakt herstellen und auch sehr, sehr leicht abbrechen. Und deswegen habe ich mich letztendlich dagegen entschieden und dann doch teilweise angelötet und teilweise mit diesen Jumper-Kabeln draufgesteckt. Und das funktioniert doch so wesentlich besser und einfacher als mit diesen Breakout-Adaptern. Weil da gab es dann teilweise gar keinen Kontakt, wo ich mir schon dachte, ist jetzt das R-Case kaputt oder sind es die Schalter? Letztendlich war es aber keins von beiden, sondern nur dieser Breakout-Adapter. Also das ist zwar gut gemeint, aber leider, leider sehr, sehr schlecht umgesetzt. Kann ich eigentlich nur davon abraten. Und hier oben die Haltestellenglocke, die werden wir nachher auch gleich mal hören. So, dann kommen wir nochmal hierzu. Und ich möchte nochmal kurz auf die Konstruktion zuerst eingehen. Hier kommen dann diese ganzen USB-Kabel oder Litzen an. Und die Litzen sind dann hier eingemantelt in solche Schläuche, damit die besser zusammenhalten, und mit solchen da habe ich gerade die Elektrik angeschalten, so, und mit solchen Steckern hier verbunden. Das sind so genannte, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie sie heißen, es ist auf jeden Fall Stück und Gegenstück, und da kann man oben die Drähte reinlöten und dann einfach diese Stecker auseinanderstecken. Das hat eben den Vorteil, dass ich hier an diesen ganzen Schnittstellen die immer aus- und einstecken kann, je nach Belieben, und somit dann das Ganze, den ganzen Fahrerarbeitsplatz einfach auseinandernehmen kann. So ist ja die ganze Konstruktion gelagert, dass man den Fahrerarbeitsplatz jederzeit auseinandernehmen kann und wegtransportieren kann. Genau, das sieht man auch hier unten schön mit dem Riffelblech, wie das eben zusammengeschraubt ist und somit dann immer auseinanderbaubar. Ja, hier ist dann die Lenksäule, die habe ich euch, meine ich, glaube ich, eh schon mal gezeigt. Und hier habe ich den Blinkerhebel jetzt fest montiert. Und der funktioniert auch, werden wir gleich sehen. Habt ihr, glaube ich, in dem Video auch schon mal gesehen. Dann habe ich hier unten den Fernlichtschalter. Der ist wie alles andere hier schön verkabelt und zurechtgezurrt. Diese Litzenkabel laufen dann hier unten rein. Letztendlich. Und sind dann hier drin verdrahtet. Da kann ich euch gleich noch mal einen kleinen Einblick geben. Hier sind dann natürlich die Pedale. Hier kommt auch noch mal so ein Strang rüber. Und zwar zu diesem Brett, was ich auch hier relativ aufwendig montiert habe in einem schrägen Winkel. Hält aber wirklich wunderbar. Da sind dann noch mal wichtige Instrumente drauf, aber da kommen wir auch gleich dazu. Hier ist dann natürlich der Zahltisch fixiert. Auch der dann so, dass man ihn hier unten mit Muttern, die hier unten drauf sind, abmontieren kann, und den Zahltisch selber auch hier nochmal mit Flügelmuttern. Also das geht alles wunderbar. Und ja, so viel dazu jetzt erstmal. Dann schauen wir doch mal ganz kurz da rein. Und zwar geht das nach wie vor, dass man das hier alles rausbauen kann. Das geht ganz einfach eigentlich. Man muss nur hier die Schrauben aufmachen und dann dieses komplette Ding rausheben. Allerdings, also wenn man es raushebt, muss natürlich als erstes das Lenkrad hier weg sein. Das montiert man ja ab, indem man den Hupenknopf einfach abhebt und dann die Schraube aufdreht. Habe ich ja auch schon mal gezeigt.
Und natürlich der Tacho muss rausgenommen werden. Und wenn das beides geschehen ist, dann kann man hier das ganze Ding komplett rausheben und einfach diese, ja, diese ganzen Steckverbinder abstecken und das Ganze rausheben und wegheben und an die drunter liegenden Komponenten dann ran. Also das ist alles variabel gestaltet. Und ich zeige euch das mal. Man kann den Tacho nach wie vor über das Tachoschloss öffnen und aufmachen. Und hier sieht man das jetzt, das ist wahrscheinlich für einige relativ spannend. Hier kann man auch schon so ein bisschen was Grobes drinnen verkabeln oder man kann was Grobes zusammenstecken. Und zwar eben, wenn man den immer auseinanderbaut und wieder zusammensetzt, dann sind eben hier die ganzen Klemmen als Verbinder. Funktioniert prächtig, auch wenn es jetzt vielleicht gar nicht so wirken mag. Aber die geben einen super Kontakt. Und das ist aber wirklich nur für den Fall, dass man das Ganze mal auseinanderbauen möchte. Und es funktioniert wirklich sehr zuverlässig. Hier ist dann der Servo für den Tacho angeklebt mit Klebeband. Das ist, mag vielleicht etwas laienhaft aussehen, aber es hält wirklich wunderbar, weil es ein sehr, sehr starkes Klebeband ist. Ein Spezialklebeband und ja, allgemein wäre das so wohl, oder ist es so wohl am praktischsten, dass er befestigt ist. Anders wäre es wohl sehr aufwendig geworden, weil man eben hier dann, da wo man etwas zum Festmachen gehabt hätte, zum Beispiel solche Löcher hier, da hätte man dann hier den Konflikt bekommen mit diesen Servo-Auslege-Dingern, mit diesem weißen Ding da auf jeden Fall. Und so hält es wunderbar und funktioniert auch prächtig. Genau, machen wir dann wieder zu. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit den Funktionsproben. Ich möchte euch ja mal reihum durchzeigen, was jetzt funktioniert. Oder dass eben alles funktioniert. Genau, geht's los mit dem Zündschloss. Und zwar, indem ich das einfach mal runterdrücke. Das müssen wir natürlich erst... Ach, scheiße. Mist. So. Jetzt, ich habe es gerade nicht richtig verbunden, kommen Sie, fangen wir nochmal an. So, war jetzt mein Fehler. Also, wir haben hier das Zündschloss, wie gesagt, ich drücke einfach den Schlüssel runter und die Elektrik geht an. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie kriege ich das am besten drauf, dass ihr das beides seht. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich versuche es mal so, Bildschirm ein bisschen näher. Und irgendwie mit Trick 17... und Selbstüberlistung. Mal schauen, ob es funktioniert. So, ich halte mal die Kamera hier. So, und dann schauen wir einfach mal, ob es klappt. Ob ihr da was seht. So, ich hoffe, man hat es gesehen. Ich habe runtergedrückt. Hier sind die Leuchtmelder angegangen, Anzeigen angegangen. Hier ebenso. Und ich kann es hier auch nochmal zeigen, indem ich hier rausziehe. Hier gehen die Lichter aus, also die Kontrolllampen und die Anzeigen. Ja, zumindest hier die Kühlwasseranzeige geht in ihre Grundstellung. Die Öldruckanzeige ja nicht, die geht erst dann in ihre Grundstellung. Das macht sich im Spiel auch erst dann, wenn der Motor eingeschalten wird. Das können wir jetzt mal machen. Also als erstes kann ich nochmal das Abblendlicht einschalten, klar. Da drehe ich einfach einmal rum und schon gehen die ganzen Lampen an. Was man jetzt natürlich zu der Tageszeit ein bisschen schlecht sieht. Aber ich werde es auch nochmal in der Nacht irgendwann mal filmen und euch zeigen. Man sieht ja hier schon, hier sind die Lampen an. Hier auch, hier im Tacho. Auch hier sieht man diesen Rand. Auch hier drüben. Genau. Und natürlich hier unten die Tankanzeige ist auch beleuchtet. So, das wäre dann die Instrumentenbeleuchtung, die natürlich dann im Spiel auch funktioniert. So, dann schalten wir mal den Motor ein. Machen wir hier, Motor Start. Ist auch hier im Spiel der untere Taster. Ich glaube, ihr hört es. Es reicht, glaube ich, wenn ich hier filme, weil ich glaube, ihr hört, wenn das im Spiel angeht. Genau, da haben wir ihn schon an. Und ausstellen kann man ihn nur hier oben, denn wenn ich jetzt hier wieder drauf gehe, passiert gar nichts. Da muss ich unbedingt hier oben abschalten. Genau, man sieht hier auch schön die Öldruckanzeige. So. Und so. Genau. Was ich noch dazu sagen wollte, dieses Brett ist ja jetzt von einem Büssing BS 110V aus dem Jahr 1971.
dieses Brett hier oder dieser Bus ist ein MAN SD200 aus dem Jahr 77, hat aber beides eigentlich kaum Unterscheidungen, also die wesentlichen Komponenten sind gleich, man sieht es ja auch, es unterscheidet sich wirklich nur in absoluten Feinheiten und deswegen kann ich auch sagen oder stolz sagen, hier die ganzen Kontrolllampen, die anzeigen, es ist alles wirklich identisch und deswegen erkennt man da eben auch keinen großen Unterschied, es soll ja auch irgendwo Sinn der Sache sein, gerade hier auch bei den Tastern zum Beispiel, ich habe hier zwei Taster und ein Zündschloss, das habe ich hier auch, also muss ich gar nicht lang überlegen, was ich da eigentlich zu tun habe. Ja, dann können wir das Fernlicht betätigen. Machen wir hier mit dem Fußschalter. Ja, ich muss den Fußschalter jetzt mal hier mit der Hand machen, weil ich hier gerade die Füße nicht frei habe. Ja, kann man so machen. Und das ist natürlich dann auch im Spiel. Ich muss mal gerade das Licht anschalten. So, wenn ich jetzt das Fernlicht einschalte, also einmal hier, dann ist das hier eingeschalten. Genau. Und hier auch, Kontrolllampe, das Fernlicht ist ein. Und schalte ich hier wieder aus, dann haben wir es hier auch wieder aus. Genau. So, dann kommen wir zum nächsten, und zwar hier dem der Handbremse, die ich jetzt hier gerade angelegt habe. Die ist ja hier im Spiel auch noch angelegt und jetzt löse ich sie mal. Ich hoffe, man sieht auch das wieder. Jawohl, ich denke mal, man hat es gesehen. Genau. Und ich habe das große Glück, dass die einen elektrischen Kontakt hat und deshalb lässt sich das auch so umsetzen. Nämlich einmal so und so. Dann hier die sogenannte Fahrbereitskontrolllampe. Die zeigt mir immer dann an, oder zeigt mir immer dann grün, wenn ich wirklich abfahren könnte, wenn ich soweit wäre, dass ich abfahren kann. Und hier meine zwei Türtaster. Genau. Die haben eine Beleuchtung drin, die habe ich aber derzeit nicht aktiviert, zumindest nicht für die Türtaster aktiviert, weil es keinen Sinn macht in meinem Fall. Weil wenn man sich den SD hier mal anschaut, also ich kann hier die Türtaste mal drücken. Dann werden die da natürlich auch gedrückt. Funktioniert auch da. Ich vergrößere einfach mal ein bisschen das Spiel. Dann sieht man das hoffentlich besser. Lösen wir nochmal die Handbremse, dann sieht man es am besten. So, und jetzt schauen wir nochmal, dass wir das da irgendwie drauf kriegen. Oh Mann, oh Mann. Also hier sieht man, ich drücke und synchron gehen die natürlich mit. Die haben eben hier auch keine Beleuchtung, deswegen dachte ich, mir macht es auch nicht viel Sinn, die Beleuchtung bei mir hier zu aktivieren. Sie wäre da, also die Lampen sind drin, sie funktionieren, aber in dem Fall habe ich sie jetzt nicht aktiviert. So, warum können wir die Tür nicht öffnen? Weil die Haltestellenbremse noch verriegelt ist. Die habe ich hier unten mit diesem schönen Zusatzschild. Und die kann ich natürlich einfach mal bedienen. So, man hat schon gehört. Sie hat sich gelöst, sie ist gelöst und jetzt kann ich hier die Türen öffnen, einmal so und einmal so. Man hört es auch, funktioniert, genau. Und dann hier wieder die Haltestellenbremse, verriegeln. So, dann kommen wir hier zu dem Gangwahlschalter. Und zwar haben wir hier V, B und R. V heißt vorwärts, R heißt rückwärts und B ist der Berggang, den ich aber nie brauche, deswegen ist der auch nicht angeschlossen. V ist hier, wie gesagt, vorwärts. Der Gangwahlschalter hier entspricht dem, hat nur andere Symbole. Und auch den versuche ich mal irgendwie hier ein bisschen ins Bild zu rücken. So, jetzt schauen wir hier mal. V ist der hier. Und R ist der hier. Und die Besonderheit ist jetzt wirklich, wenn ich mach's nochmal, wenn ich V eingelegt habe, so, und jetzt lege ich R ein, dann kann ich hier nicht losfahren. Also ich muss dazu erstmal den Motor einschalten, machen wir nochmal kurz. Dazu muss ich aber beide auslegen, weil den Motor kann man nur im Neutralgang einlegen. So, und jetzt geht's darum,
wenn ich jetzt V und R gleichzeitig einlege, kann ich ja nicht losfahren. Wenn ich jetzt V auslege, dann könnte ich immer noch nicht losfahren. Man hört das vielleicht. Ich kann immer noch nicht losfahren. Es tut sich motorsoundtechnisch nichts. Jetzt muss ich erst hier diesen Taster drücken, den es auch hier gibt. Der nennt sich R-Freitaster. Und der trennt vom Getriebe her D von R. Das heißt, wenn ich den jetzt drücke, man hört es dann, springt das Getriebe eben um auf R. Ja, man hat es eindeutig gehört. Und jetzt kann ich rückwärts fahren. Und der Taster wird natürlich hier im Spiel auch bedient. Gut, dann legen wir R mal wieder aus. Und hier unten haben wir noch die Hupe, die wollte ich auch nochmal gezeigt haben. Die Anzeige funktioniert natürlich auch. Genau. Die Hupe, weil man hier oben ja nicht hupen kann. Und genau, gehen wir mal weiter. Hier haben wir jetzt die ganzen Schalter. Und zwar haben wir einmal das Zahltischlicht. Schauen wir hier nochmal, dass das irgendwie funktioniert. So halb schräg. Zahltischlicht ist hier dieser hier. Genau, man sieht den Schalter, der sich bewegt. So, dann haben wir Klimaschrank. Das ist hier im Bus dieser hier für die Wagenheizung. Weil Klimaschrank eigentlich nichts anderes bedeutet als Wagenheizung. Also auch hier. Genau. Dann die Heizung hinten. Den Schalter sieht man jetzt gar nicht beim SD, aber man hört ihn klacken im Hintergrund. Ich mache dazu nochmal den Motor aus. Man hört den Schalter auch klacken. In OMSI. Dann den Nebelscheinwerfer. Auch den Schalter hört man klacken. Aber der SD hat keinen Nebelscheinwerfer, deswegen gibt es hier keinen auf dem Armaturenbrett. Andere Busse haben aber schon einen in OMSI, zum Beispiel der O305. Dann haben wir Innenlicht für das komplette Innenlicht im SD. Das umfasst unten rechts Unterdeck und Oberdeck. Ich hoffe, man sieht das irgendwie. Also, das ist echt doof, ja. Kompliziert, dass man das alles sieht. Ja. Ich kann es nur hoffen, dass ihr es seht. Auf jeden Fall funktioniert das. So, und dann haben wir hier noch die Motorbremse. Hier steht es auch, Dauerbremse ein aus. Motorbremse. So. Also ich glaube nicht, dass man das erkennen kann, wie sich das gleichzeitig... Also ich versuche nochmal eine andere Sicht hier einzustellen. So, jetzt vielleicht besser, wenn ihr mal am Bildschirm... Ja, ich muss mal die Jalousie ein bisschen weiter hoch machen. So, wenn man jetzt hier mal vergleicht, Motorbremse geht auch. Dann den Scheibenwischer schnell, den kann ich auch so zeigen, das ist ganz erfreulich. Den genau, sogar mit Symbolen drin. Wenn ich den jetzt einlege, tut sich im Spiel nichts. Der Schalter ist zwar eingelegt, aber es tut sich nichts, denn ich muss erst, um den Scheibenwischer schnell zu aktivieren, den normalen Scheibenwischer einschalten. Mache ich hier. Geht da an. Genau. So, wenn ich jetzt schnell noch dazu schalte, dann geht der auch schnell. Wieder ausschalten und den normalen auch ausschalten. Und hier hinten haben wir noch die Scheibenwaschanlage. Wenn ich da drauf drücke, wascht er mir die Scheibe. Und solange der eingelegt ist, wäscht er. Sobald ich ihn wieder auslege, so, ist wieder vorbei. Das waren also die ganzen Schalter hier. Und genau dazu noch eine Sache, und zwar, ihr habt es bestimmt gesehen im letzten Video eingeblendet, dass ich mich unter anderem auch bei Toni sehr herzlich bedanken möchte. Und der liebe Toni hat mir diese Schalterleistenbeschriftung komplett neu angefertigt oder
doch komplett reproduziert, muss man sagen. Das hier ist jetzt noch das Original, das alte. Die neue werde ich in einer Woche ungefähr bekommen. Spätestens also in einem der nächsten Videos, beziehungsweise auf einem neuen Bild oder was auch immer, werdet ihr dann die neue sehen. Da werde ich die mal vorstellen. Das, wie gesagt, ist noch das Originalteil, dass man eben jetzt hier zumindest mal die Komponente hier sieht. Aber die Reproduktion ist auf jeden Fall in Arbeit und wird bald hier ankommen. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle dafür. So, dann kommen wir hier nochmal zu diesem wunderschönen Schalter. Das ist der Lüfterschalter. Wenn ich den da einlege, dann wird hier im Spiel dieser hier betätigt. Das ist quasi der baugleiche, nur dass der etwas anders aussieht, weil ich meine Kontrollleuchte da extra habe und der sie eben integriert hat. Man sieht es, ja, die ist angegangen im Spiel und jetzt wieder aus. So, und dieses Ding sollte eigentlich, wenn es eingelegt wird, sollte dann diese Kontrolllampe mitbrennen. Genauso wie im Spiel dann auch diese hier. Jetzt habe ich aber leider die Variable für diese Lampe noch nicht gefunden. Es ist nämlich gar nicht so leicht, hier für jede Lampe die Variable rauszusuchen. Und ich habe sie auch wirklich bei allen gefunden, nur leider bei dieser hier nicht. Die Lampe ist drin, sie funktioniert auch, ich werde es euch gleich nochmal zeigen. Aber da finde ich die Variable im Moment nicht. Das ist ein bisschen langwieriger, dass man die findet. Da muss man Skripte von den Fahrzeugen durchforsten und das dauert einfach ein bisschen. Wenn jemand da irgendeine Ahnung hat, dann schreibt es mir doch einfach mal, das wäre sehr nett. Aber ansonsten muss ich da einfach ein bisschen weiter forschen, das dauert noch ein bisschen. Aber sie funktioniert, sie ist angeschlossen, alles gut. Genauso wie die Störungsleuchte hier für die Motorölnachfüllung, für die Bremsflüssigkeit. Die gibt es hier natürlich auch dann. Dann für die Getriebeöltemperatur. Diese drei Störungsleuchtmelder funktionieren auch, die zeige ich euch auch gleich nochmal. Nur ich kann sie euch hier im Spiel jetzt eher nicht zeigen, weil die so extrem selten mal leuchten, eben nur wenn eine Störung auftritt, da könnten wir jetzt ewig warten. Deswegen zeige ich sie euch dann über das KTT. So, und jetzt haben wir hier noch den Blinker, den kann ich hier natürlich einlegen. So, und in dem Moment, es blinkt! Juhu! Machen wir hier nochmal. Kann ich auch wieder auslegen. Wieder einlegen. Auslegen, einlegen. Auslegen. Und natürlich dann synchron auch im Spiel. Nicht nur die Kontrolllampe, sondern auch der Schalter synchron im Spiel. Auch das nochmal hier einigermaßen. Naja. Könnte besser sichtbar sein. Schauen wir nochmal. So vielleicht. Ja, probieren wir es mal. So. Und dann wieder auslegen. Genau. Also auch das funktioniert. Und zu guter Letzt zeige ich euch noch die Haltewunsch-Kontrolllampe. Die lässt sich jetzt wie folgt einlegen, indem man einfach im Spiel einen Haltewunsch simuliert. Da muss ich nur hier einmal drücken. Hier zum Beispiel kann man drücken, man kann auch hinten irgendwo drücken, im Fahrgastraum, und dann geht die an. So, und gleichzeitig ist hier oben die Wagenheldanzeige angegangen und die Haltewunschglocke ertönt. Und wenn ich das hier, jetzt muss ich die Türen freigeben mit der Haltestellenbremse. Hier habe ich jetzt die Türtaster beleuchtet. Ich habe mir die einfach testweise mal da drauf gelegt. Das hat jetzt nichts weiter zu bedeuten. Ist nur mal für euch, damit ihr seht, wie die beleuchtet aussehen würden. So nämlich, wenn ich jetzt hier die Haltestellenbremse einlege, dann gehen hinten die Türen auf. Ich bin nicht mehr fahrbereit. Die Haltewunschleuchte ist ausgegangen und auch die Haltewunschlampe. Genau. So, wenn ich jetzt hier wieder die Haltestellenbremse auslege oder wieder entsperre quasi, dann bin ich nach einer Zeit wieder fahrbereit. Also wenn ich jetzt, ich kann jetzt hier nochmal für euch die Türtaste ausschalten, einschalten und so weiter. Die sehen einfach so aus. Nur mal damit ihr das gesehen habt, die beleuchtet aussehen. Dauerhaft bleiben sie mir bei mir unbeleuchtet. So, jetzt kann, genau, jetzt bin ich wieder fahrbereit, jetzt sind die Türen hinten zugegangen und jetzt kann ich die Haltestellenbremse wieder einlegen und nochmal die
Haltewunsch. Lampe zum Leuchten bringen. Also die wird jetzt gleich wieder leuchten. Gleichzeitig dann natürlich die hier im Spiel. Und meine Haltewunschlampe und die Haltewunschglocke. So, genau. Ist also auch wirklich sehr schön gelungen. Funktioniert so wie im Spiel. Man sieht ja auch die gleichen Leuchtmelder wie im Spiel. Also 1A. Dann, ja, nochmal ganz kurz zum Lenkrad. Auch das, wie man sieht, funktioniert natürlich. Und hier drüben haben wir den Zahltisch. Auch der ist angeschlossen. Und zwar über diese Mikroschalter hier. 1 Mark und 10 Pfennig lassen sich schalten. Schauen wir uns mal an hier. Ja, ist natürlich wieder eine Kunst, das irgendwie aufs Bild zu bekommen. Also bei 1 Mark sollte es noch gehen. Ja, das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen. Ja, so. Jetzt nochmal. 1 Mark. Genau, man hat es glaube ich schon gesehen. Und das gleiche geht natürlich mit 10 Pfennig auch. Müssen wir ein bisschen weiter nach hinten. So. Genau. Ich glaube, man hört es schon deutlich im Spiel. Und natürlich kommen hier auch die echten Münzen raus, ist ganz klar. Ist ja hier alles drin. Genau, so sieht es aus. Also auch das funktioniert wunderbar. Ich tue die nur gerade wieder hier rein. So. Dann habe ich hier noch meinen Fahrscheinstempel, der vielleicht auch mal zum Einsatz kommen wird. Und dann hier natürlich noch die Pedale, Gas und Bremse. Da muss ich erstmal den Motor starten dafür. So, und dann schauen wir uns das mal an. Gang einlegen. Dann können wir hier mal Gas geben. Das sieht man natürlich dann auch schön, was mit der Öldruckanzeige passiert. Und das Ganze natürlich dann auch im Spiel. Und hier die Bremse. So, auch das funktioniert. Ah ja, genau, was ich ganz vergessen habe, ist der Warnblinkschalter. Ist mir gerade noch so eingefallen. Natürlich tut auch der seinen Dienst, wenn man das hoffentlich erkennen kann. So, genau. So muss ich es, glaube ich, halten. Genau. 1A. Ja, würde ich sagen, das war schon mal das Ganze einfach mal gezeigt. Jetzt mache ich Folgendes. Ich stelle mal gerade um von der Lenkradsteuerung auf die Maussteuerung, damit ich euch mal ganz schnell und einfach zeigen kann, dass auch der Tacho funktioniert. Das habt ihr jetzt beim letzten Video schon gesehen, aber ich möchte es einfach noch mal kurz zeigen. Und natürlich ist es ein bisschen schwierig, jetzt zu fahren und gleichzeitig zu filmen und das zu zeigen. Und deshalb fahre ich jetzt mal kurz mit der Maus. Ich hoffe, ihr werdet es mir verzeihen. So. Machen wir jetzt einfach mal. Dann schauen wir uns das mal an. Also man sieht hier schon, er funktioniert. Ich muss mir nur mal ein einigermaßen gerades Stück irgendwie raussuchen. Stehen hier natürlich gerade wieder überall Autos. So, und jetzt muss ich euch irgendwie zeigen, dass der auch synchron funktioniert. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Also ich fahre jetzt hier mit ungefähr 20. Hier auch ungefähr 20, also kurz vor 20. Hier auch kurz vor 20. So, Bremsen, funktioniert alles perfekt. Und eine Sache möchte ich euch noch zeigen zum Schluss. Es funktioniert auch die Geschwindigkeitswarnlampe. Da muss ich hier mal mich irgendwo im Nichts platzieren, wo man richtig schön Gas geben kann. Mache ich mal kurz. So, und zwar dieser Geschwindigkeitswarnleuchtmelder ab einer gewissen Geschwindigkeit zwischen 50 und 60. Werdet ihr gleich sehen, wenn wir dann noch mal kurz hinkommen. Geht auch gleich an. Hier, da ist er.
funktioniert. Wunderbar. Also auch der Tacho ist jetzt endlich funktional. Genau. Machen wir das so und so. Und dann haben wir den Bus wieder abgerüstet. Ja, also ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr seht genauso wie ich jetzt, dass wirklich alles machbar ist und dass man alles hinbekommt, wenn man nur den nötigen Ehrgeiz hat und einfach dran bleibt. Und ich bin jetzt für meinen Teil wirklich total zufrieden, weil ich jetzt einfach nur noch fahren kann und das Ganze genießen kann. Ja, und ich wünsche euch bei euren Projekten, egal ob es jetzt Oldtimer oder aktuell ist, einfach sehr, sehr viel Erfolg, Freude und bleibt dran. Lasst euch nicht entmutigen. Jeder kriegt es, wie gesagt, hin, wenn er nur einfach ehrgeizig ist. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute. Es werden jetzt vermehrt dann wahrscheinlich, ich sag wahrscheinlich, Gameplays kommen mit Dashcam. Lasst euch einfach überraschen. Und ja, bis dahin eine wunderschöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.